Wenn 95% dessen, wer wir sind, im Alter von 35 Jahren sind, eine Reihe unterbewussten Verhaltens ist, automatische Gewohnheiten, emotionale Reaktionen, Glaubenssätze, Vorstellungen und Einstellungen, die wie ein Computerprogramm funktionieren, das sind 95% dessen, wer wir sind. Der Körper wurde dazu programmiert, der Geist zu werden. Das ist es, was eine Gewohnheit ist. Und wenn wir anfangen, die 5% unseres bewussten Geistes zu ändern, können Sie sich vorstellen, dass Sie so positiv denken können, wie Sie wollen? Aber wenn Sie negativ fühlen, weil Sie sich die letzten 30 Jahre so gefühlt haben, sind Geist und Körper gegensätzlich. Sie können das großartigste Vision Board in der Welt erschaffen mit all den Dingen, die Sie in Ihrem Leben wollen. Wenn Sie sich nicht würdig fühlen, stehen Geist und Körper in Opposition. Und die Idee ist, den Körper auf einen anderen Geist einzustellen. Hier ist also das alte Selbst und hier ist das neue Selbst. Und Sie machen sich auf eine Reise zur Veränderung. Und in dem Moment, in dem Sie beschließen, nicht mehr auf eine bestimmte Art zu denken oder sich auf eine bestimmte Art zu fühlen, betreten Sie den Fluss der Veränderung. Denn der schwierigste Teil der Veränderung ist es, nicht dieselben Entscheidungen zu treffen wie am Tag zuvor. Wir denken 60.000 bis 70.000 Gedanken an nur einem Tag. Und von diesen 60.000 bis 70.000 Gedanken, die wir an einem Tag denken, sind 90% dieser Gedanken dieselben Gedanken wie am Tag zuvor. Dieselben Gedanken führen immer zu denselben Entscheidungen. Und dieselben Entscheidungen führen immer zum selben Verhalten. Und dasselbe Verhalten erzeugt dieselben Erfahrungen. Und dieselben Erfahrungen erzeugen dieselben Emotionen. Und diese Emotionen steuern dann wiederum dieselben Gedanken, unsere Biologie, unsere neuronalen Schaltkreise, unsere neurale Chemie, unsere neuralen Hormone und sogar unseren genetischen Ausdruck. Der bleibt genau gleich. Es gibt also im Prinzip ein Prinzip in der Neurowissenschaft, das besagt, dass Nervenzellen, die zusammen feuern, sich zusammenschalten. Wenn Sie weiterhin auf dieselbe Art denken, dieselben Entscheidungen treffen, dasselbe an dem Tag legen, dieselben Erfahrungen erzeugen, die dieselben neuronalen Netzwerke in dieselben Muster stampft, um das bekannte Gefühl zu haben, an das Sie sich gewöhnt haben. Das sind Sie. Und Sie fangen an, Ihr Gehirn in eine sehr begrenzte Signatur zu vertraten. Und diese begrenzte Signatur wird unsere Identität. Beinahe wie so eine Box im Gehirn. Es gibt keine wirkliche Box im Gehirn, aber es ist der meistgefeuerte neurologisch verdrahtete Satz von Gedanken, Verhalten und Emotionen, die durch häufige Wiederholungen angeeignet wurde. Wie Sie denken, wie Sie handeln und wie Sie fühlen, nennt sich also Ihre Persönlichkeit. Und Ihre Persönlichkeit erzeugt Ihre persönliche Realität. So einfach ist das. Wenn Sie also eine neue persönliche Realität, ein neues Leben erschaffen wollen, müssen Sie Ihre Persönlichkeit ändern. Was bedeutet, dass Sie darüber nachdenken müssen, worüber Sie nachgedacht haben und das dann ändern. Sie müssen sich Ihre unbewussten Gewohnheiten und Verhaltensweisen bewusst werden und sogar dessen, was Sie sagen und das modifizieren. Und dann müssen Sie sich die Emotionen anschauen, die Sie in der Vergangenheit verankert haben und entscheiden, ob diese Emotionen in Ihre Zukunft gehören sollen. Die meisten Menschen versuchen, eine neue persönliche Realität zu erschaffen mit derselben Persönlichkeit. Doch das funktioniert einfach nicht. Wir müssen tatsächlich jemand anders werden. Das Wort Meditation bedeutet also, sich vertraut machen. Wenn Sie also in einer Meditation sitzen und die Gedanken beobachten, die hinter den Kulissen Ihres Bewusstseins ablaufen, weil Sie von Ihrer äußeren Umgebung zu sehr abgelenkt sind und sich Ihrer unbewussten Gedanken nun bewusst werden und ihnen vertraut werden, dann befinden Sie sich in einer Meditation, um sich selbst zu kennen. Wenn Sie sich Ihrer Neigungen und Ihres Antriebs bewusst werden und der Körper aufstehen und Dinge tun möchte und Sie aber sitzen bleiben und sich nicht bewegen und Sie ihm sagen, dass er nicht länger der Geist ist, sondern dass Sie der Geist sind und Ihnen diese unbewussten Verhaltensweisen bewusst werden und Sie ihnen vertraut werden, dann befinden Sie sich in einer Meditation, durch die Sie sich selbst kennenlernen. Und wenn Sie die Emotionen betrachten, die Sie auf einem niedrigen Nenner bringen und Sie bemerken und sie nicht erfahren, sondern sie beobachten, bedeutet der Akt der Beobachtung, dass Sie nicht mehr das Programm sind. Sie sind nun Bewusstsein, das das Programm beobachtet.
Und sie fangen an, ihr subjektives Selbst zu objektivieren. Sie betrachten sich selbst durch die Augen von jemand anderem, was bedeutet, dass sie nicht mehr das alte Selbst sind. Sie sind reines Bewusstsein, das das alte Selbst beobachtet. Das ist der erste Schritt im meditativen Prozess. Wir müssen ein Licht in einem dunklen Raum anzünden und uns so bewusst werden, wie unbewusst wir gewesen sind, damit keine Gedanken, kein Verhalten, keine Emotion ungeprüft an unserem Bewusstsein vorbeikommt. Wenn Sie dann meditieren und sagen, was ist Mitgefühl? Wie kann ich in meinem Leben besser sein? Wie kann ich meinem Leben eine neue Richtung geben? Wie kann ich besser über mich denken? Und wenn Sie anfangen, darüber nachzudenken, welche Gedanken Sie in Ihrem Gehirn feuern und verschalten wollen, überdenken Sie die Verhaltensweisen, wie Sie in diesem neuen Leben leben werden. Durch diese mentale Wiederholung verändert sich das Gehirn und lebt nicht mehr in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft. In anderen Worten, mentale Wiederholung wird das Gehirn dazu veranlassen, so auszusehen, als hätte die Erfahrung bereits stattgefunden. Nun hat Ihr Gehirn also eine neue Hardware-Installation, die Ihr Gehirn auf die Zukunft vorbereitet. Hat dir dieses Video gefallen? Gib uns ein Zeichen und lasse einen Daumen nach oben da. Bist du interessiert an weiteren solchen kostenlosen Videos? Dann abonniere unbedingt unseren Kanal und drücke die Benachrichtigungsglocke, denn nur so stellst du sicher, dass du kein weiteres Video verpasst. Danke dir und bis zum nächsten Video.